圧倒的な戦闘経験の差、各図は標的を。しかし渦巻鳴門はその苦境を巻き返し、歴戦の強者か若き目の台頭、歴史の風は大きな変革を向く。そしてそれは木の葉より内葉のアジト、そこに内葉イタチとサスケの二人が、内葉を背負う兄弟の激突、血を分けた二人の決闘が。俺の悪夢は今日ここで終わる。イタチ、あんたを葬ることだ。お前のその目では何も捉えることはできない。Leute, den Kampf hatten wir doch schon mal. Sowohl auf Sasukes als auch schon auf Itachis Seite. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir den jetzt nochmal machen müssen. Kam ein bisschen unerwartet. Ich dachte, wir müssen mit Tobi gegen Naruto kämpfen. Aber nun gut, machen wir den Kampf halt nochmal. Wir müssen den Kampf gewinnen. Der Erwachenmodus ist nicht möglich und der Gegner ist um 50% stärker. Nun gut, Leute, dann machen wir den Kampf halt nochmal. So. Ja. Ach, Mann, los. Oh, oh. Wir haben ein kleines Problem. Unser Tauschjutsu ist etwas deaktiviert. Aber wenigstens haben wir die Feuerkugel. Die hatten wir im letzten Kampf mit gegen Sasuke nicht gehabt. Da hatten wir noch diesen komischen Doppelgänger-Bombe da, die ein bisschen uncool war. So. Alles klar. Jetzt wollen wir hier aber mal ein bisschen austeilen, ne? Ah, so. Verdammt! Sasuke weicht immer aus! So, jetzt aber! Pams! So, dann gibt's nochmal eine schöne Feuerkugel hinterher reingezwiebelt, die überhaupt nichts gebracht hat. So, scher dich weg, Kollege! Raben-Attack! Verdammt! Ich wollte doch ausweichen! Okay. Entweder Sasuke ist besser geworden, ja, oder ich einfach nur ein bisschen außer Übung. So. Oh Mann, der Kollege weicht immer aus. Ja, 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 hier, Feuerversteck, alles klar, weiß ich Bescheid. Pams! Ah, guck mal, wer da kein Tauschjutsu mehr hat. So. Pam. Oh. Verdammt. Los. Jawohl. Ultimate Jutsu. Geil, nochmal schön mit Sasano reingezwiebelt. Und Ende Gelände. Das ist das Ende. Alles klar, wir haben den Kampf gewonnen. Und ich bin trotzdem immer noch ein klein bisschen überrascht, dass wir den Kampf überhaupt gemacht haben. Aber trotzdem, wenigstens hatten wir die Feuerkugel und das coole Sasano Ultimate Jutsu, sag ich mal so. Und völlig okay. Und wir haben natürlich das Geheimtechnik-Video freigespielt und nochmal 9000 Rio, alles klar. Aber jetzt müssen wir eigentlich trotzdem nochmal den Kampf Tobi gegen Naruto machen. Da bin ich ja mal gespannt. Oder wir lassen den Kampf aus und springen gleich weiter. Na denn, bin ich ja mal gespannt. イタチの実力はサスケを上回った。それでもなおサスケは倒れず、
最後まで抗った弟に対し、ここに倒れた。イタチの死、そして兄の真実は、揺れた心はやがて憎しみへと変わり、ウチハサスケは闇に、そしてウチハの決闘と時同じく、伝説の三人が一人、ジライヤは暁の調査のため、しかしそこで相まみえたのはかつての弟子の一人であり、まさかお前が暁に身を落とすとは。所詮先生に私たちを理解することなどできない。暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。 Oh yeah, Leute! Jetzt spielen wir mit Conan gegen Jiraiya. Dann bin ich ja mal sehr gespannt. Mit Conan habe ich schon eine ganze Ewigkeit nicht mehr gespielt und ich muss mich erstmal wieder, ich muss mich allgemein mal bei jedem Akatsuki-Kämpfer mal wieder neu einspielen, weil auch bei Storm 2 habe ich die eigentlich so gut wie kaum benutzt. Deshalb muss ich mich jetzt bei jedem Charakter einspielen, besonders weil nach jedem Kampf ein neuer Charakter kommt. Na gut, jedenfalls, wir müssen den Kampf gewinnen. Der Gegner ist um 60% stärker. Aber ich denke mal, das kriegen wir schon hin, ne? So, Pems! So. Nix da, Kollege. Dein Frosch kannst du dir sonst wohin zwiebeln. Ah, verdammt. Nein, kein Taushutsu mehr. Aber der gute Jiraiya auch nicht mehr. Verdammt. Ja. So, schön gegen die Mauer. Ja, jetzt komm, ich will den Griff mal sehen. Alles klärchen. Ja, nix da. Ah. Alles klar, los geht's. Na, Bombe ausgewichen. Pams, Papier-Attack. So. Oh. Mir fehlt es etwas an Chakra. Okay, kurz Pause. Nixer, Kollege. Wo willst du denn hin? Was? Nein! Das gibt's doch nicht. Ja, ja, hier, Rasengan, dir woanders hin. Das gibt's doch nicht. Ich will das Ultimate sehen, Leute. Das wollt ihr doch auch, oder nicht? So. Los, komm! Das gibt's doch nicht. Jetzt aber, jetzt aber! Jawoll! Oh yeah! Mit einem Papierspeer besiegen wir Jiraiya. Ich weiß, das sieht alles nicht so mega elegant aus wie in den anderen Stories, aber wie gesagt, mit den Akatsukis hab ich's nicht so. Die benutze ich eigentlich recht wenig, aber ich denke, ich finde, ich schlag mich eigentlich einigermaßen okay, sag ich mal so. Schließlich sind die Gegner ja auch ein bisschen stark, ne? Alles klar, jedenfalls, wir haben den Kampf gewonnen mit einem guten B-Rang. Wir haben Conan haben wir freigespielt und natürlich das Geheimtechnik-Video haben wir natürlich auch erhalten. Und jetzt müssten wir eigentlich Pains Kampf gegen Jiraiya machen, na denn... Und natürlich kriegen wir 11.000 Rio. Sehr geil, sehr geil. Ich werde ja hier richtig reich. Nun gut, denn lasset die Spiele beginnen. Und weiter geht's.
たとえ死が相手であっても手を抜くことはなく、ジライヤはコナンの実に、そして戦場に現れたペイン陸道の攻撃によって雨に散った。もはや彼らの野望はとどまることはなく、ジライヤを退けたペインとコナンはついに旧突然の襲撃を受けた木の葉は阿鼻叫喚に包まれ、強大な木の葉に残されたのは絶望に沈むものと、しかしその中にあってもただ一人ペインに強、それこそ仙人の力を宿した渦、人外の気迫を抱くナルトに対し、ペインの思考の同日リンネガンはただ目の前の標的、かくして神と仙人との戦いは、めちゃくちゃに仕上がったお前は絶対許せねえ。いくら吠えたところで状況は変わらない。強大な力を前に弱者はただ逃げ惑う。お前はここで終わる。 Oh yeah, oh yeah, jetzt kämpfen wir mit Pain gegen Naruto, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir sowohl den Kampf Pain gegen Jiraiya als auch Pain gegen Kakashi machen. Das hätte ich jetzt eigentlich gedacht und auch ein bisschen gewünscht, zumindest den Kampf gegen Kakashi, da der ja in der Kakashi-Story ausgelassen worden ist, hätte ich eigentlich gehofft, dass wir den Kampf auch nochmal machen. Aber nun gut. Jedenfalls, wir müssen jetzt gegen Naruto kämpfen. Der Gegner ist um 60% stärker. Und dann sag ich mal, los geht's. So, Naruto. So, Pams. Oh yeah, nochmal schön mit Raketen reingeballert. So, Kollege, hier, nix da. Na! So, einmal schön deine Seele gefressen. Ja, ja, Kollege, bleib mal locker. Oh. Verdammt! So viel zu locker bleiben, ne? Ja, ja, komm. Ja. So, der Kollege hat aber leider kaum noch ein Taushutsu und unsere Anzeige ist fast voll. Ja. Los! Und Pams! Ja, hier nix da! Verdammt! Ach, komm, Naruto! Pams! Okay. Los, Ultimate! Jawohl! Das war's, Kollege! Ende Gelände! KO! Mit Ultimate! So, wir haben natürlich den Kampf gewonnen. Fand ich eigentlich easy peasy. Hätte man vielleicht einen kleinen Tick besser machen können. Aber trotzdem, wir haben ein gutes A erhalten. Wir haben natürlich noch Pain freigespielt und natürlich sein Ultimate Jutsu Video haben wir auch noch erhalten und 12.000 Rio. Und ich muss jetzt mal kurz überlegen, welchen Kampf wir als nächstes machen, aber ich bin mal einfach gespannt und schau einfach mal, ne? Bevor ich hier irgendwelche Vermutungen anlege, die wahrscheinlich wieder nicht stimmen. Aber ich denke, es ist Sasuke. ペイン、神の力は怒りの方向さえも散らし、九尾ほか、しかし渦巻きナルトの抱く平和への意志は、そしてこの葉隠れを救い彼を、暁の描く計画は
少しの変更を余儀なくされるも、次なる狙いは八尾の人中力キラー尾。対して暁は尾のない美獣と呼ばれる男、星垣キサメを向かわせたのだ。あなたが八尾キラー尾ですか。サメサメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。さて、あなたはどれほど私を楽しませてくれますかね。Oh yeah, geil, wir kämpfen jetzt mit Kisame gegen Killer Bee. Ich finde eigentlich Kisame eigentlich einen ziemlich coolen Charakter und ich freue mich ein bisschen auf den Kampf, obwohl der Gegner um 80% stärker ist. Na gut, Leute, aber ich werde natürlich mein Bestes geben, wie immer, und dann sag ich mal, los geht's! Sobi! Gleich mal mit einem schönen Griff als Auftakt! So, und nochmal eine Hai-Bombe hinterher. Okay. Kollege, was geht ab? Pams! Ja, Kollege, hampel du mal rum. Pams, ich bams dich hier einfach weg. Ja. Ha! Mir entkommst du nicht, Kollege. Yeah, geil. So. Jawohl, das müsste es doch schon gewesen sein. Oh, Alter. Wie geil war das Ultimate denn? So ein riesen fetter Mega-Hai. Ziemlich geil. Und den Kampf haben wir eigentlich auch richtig geil abgefrühstückt. Also 80%. Pillepalle, sag ich mal so. Also, dafür müssten wir jetzt aber ein S kriegen. Ja, jawoll. Und das kriegen wir auch. Ziemlich nice. Wir haben Kisame freigespielt, haben natürlich das Ultimate-Video bekommen und nochmal 12.000 Rio. Sehr nice, sehr nice. Alles klar, das war ein ziemlich cooler Kampf. Und dann bin ich mal gespannt, welcher Kampf als nächstes kommt. Allzu viele bleiben ja nicht mehr übrig. いよいよ捕獲寸前の際に雷影の介入により、しかし事の首謀者深淵の黒幕内葉マダラに焦、全て想定の範囲にあり、内葉マダラの計画に。ここまで来るのに随分と犠牲を払ったようだね。全ては計画のためだ。だがあいつらの犠牲によって7体の美獣の力を手に入れた。これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第4次忍海大戦を始める。
So, ja, das Ende war ja dann doch irgendwie ein bisschen früh. Ich hätte jetzt eigentlich noch gedacht, dass wir nochmal ein, zwei Kämpfe machen. Aber nun gut. jedenfalls, wir haben die Story beendet. Wir kriegen noch einen schönen Titel, noch einen zweiten Titel und das schöne Video, naja, relativ schön. Was kam denn? Madara hat mit Kabuto geredet, die olle Schlange, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man hat ja natürlich schon gesehen, der große Ninja-Weltkrieg steht kurz bevor. Das werden wir natürlich in Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 spielen. Wann auch immer das Spiel kommen wird. Keine Ahnung. Ja. Und nochmal ein zweites Video. Okay. Und wir haben Kabuto freigespielt. Okay. Und wir haben die Geschichte von Killer Bee freigespielt. Oh yeah. Und dann dann wisst ihr ja natürlich, welche Story als allernächstes und auch als allerletztes kommen wird. Nämlich die von Killer Bee. Als finale Story, sozusagen. Und wir kriegen natürlich noch die Trophäe Geschichte von Madara Uchiha abgeschlossen. Alles klar. So, Leute. Also, wie gesagt, die Madara Uchiha Story, beziehungsweise die Akatsuki Story, war eigentlich an sich ziemlich lang und auch eigentlich so gut wie fast vollständig. Also ein paar Kämpfe fehlten, das habe ich ja schon erwähnt. Aber ansonsten war eigentlich alles drin, war auch ziemlich lange. Also wir kommen auf locker zwei Folgen. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau wie lange, aber ja, ich werde es ja gleich sehen. Jedenfalls, wir werden in der nächsten Folge natürlich die Story von Killer Bee durchknacken. Ich bin ziemlich gespannt. Ich habe schon durch ein paar Einträge so im Internet und so ein bisschen, habe ich schon gesehen, dass diese Story ziemlich lustig sein sollte. Aber ich bin nicht so näher drauf eingegangen. Aber ich bin ziemlich gespannt. Naja, und das sehen wir halt in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüssikowski. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.